2 Punkte. Wer möchte noch einen Punkt haben? Landschaftskunde für die Kleinen. Gartenbotschafter John Langley zeigt den Schülern des Montessori Kinderhaus Monat 3 auf der Du und deine Welt, wie sie Natur gestalten können. Bruno hat ein blaues Gesicht gemalt. Was für ein Gesicht habe ich? So. Zum dritten Mal ist der 65-jährige TV-Moderator auf der Messe und gibt Tipps für den Garten. Ein Garten muss letztendlich leben. Und wir wollen ja auch mit dem Garten gemeinschaftlich leben. Und das ist dabei entscheidend. Ja, so wie ein Garten hier auch, der lebt auch von der Bewegung, der lebt von den Farben, der lebt einfach von den Ideen. Und schauen Sie hier einfach mal rein. Hier ist keine Ordnung erkennbar. Und diese Nichtordnung, die macht erst den Garten spannend. Wie Demenzkranke sich besser zurechtfinden, zeigt die Diakonie Stiftung Hamburg. Klare Farbkontraste in Wohn- und Badezimmer erleichtern den Alltag. Bilder geben eine bessere Orientierung. Eine Spezialmatte mit Bewegungsmelder alarmiert bei einem Sturz aus dem Bett. Für uns ist es ganz wichtig, weil es so niedrigschwellig ist. Die Menschen nehmen das in Anspruch, haben da keine Hemmung, einfach mal reinzugehen, anzufassen und Fragen zu stellen. Zu einer Beratungsstelle zu gehen, ist, glaube ich, erheblich schwieriger. Und hier gibt es sehr viele Menschen, die betroffen sind und die einfach auch ihre Betroffenheit uns gegenüber auch äußern. In 7 Hallen erleben die Besucher die Vielfalt des Lebens. Die Du und deine Welt ist bis zum 12. Oktober geöffnet.